Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Heute habe ich euch einen kleinen Quickie mitgebracht. Haha. Und zwar ein Happy Mail Quickie. Es ging darum, die Aufgabe war, erstelle eine Happy Mail mit selbstgebastelten Sachen. Da war auch noch eine Anzahl dabei, da habe ich mich jetzt nicht so dran gehalten. Aber einfach auch deswegen, weil ich viele kleine Sachen gemacht habe. Ich habe einfach intuitiv losgelegt und hatte voll Spaß dabei und deswegen möchte ich euch hier mitnehmen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Ich freue mich auch über Likes, Kommentare und Co. Und ich bin mal gespannt, ob diejenige, die diese Happy Mail bekommt, vielleicht auch schon mal auf meinem Kanal war und sich jetzt einen grinst, dass ich ihre Happy Mail irgendwie zeige. Genau, hier habe ich eine persönliche Note hinterlassen, die zeige ich euch jetzt nicht, mit einem selbstgemachten Paperclip. Ich habe hier aus einer Versandverpackung eine neue Versandverpackung gemacht. Einfach, dass die Happy Mail an sich ein bisschen geschützt ist. Und ich schaue mal nach dem Bildausschnitt. Jo, ihr seht alles. Ich freue mich. Ich habe das Ganze hier zugemacht. Das Band habe ich angeklebt. So, Cover. Also das Herzchen hier ist irgendwie ein Tag oder irgendwie eine Versandtasche. Irgendwie was in die Richtung. Klappen wir es mal auf. So, ich habe diejenige gefragt, die ich beschenken durfte, was sie sich dann wünscht, wenn sie sich denn was wünschen darf. Ja, und sie hat gesagt, Mensch, mach doch bitte was, was ich auch in meine Journals einfügen kann. Einfach Teile, die man benutzen kann, wie Pockets und Co. in Journals. Und ja, der Bitte bin ich nachgekommen. Ich hoffe, du Liebe, dass ich das richtig gemacht habe. Also, so richtig, dass du sie wirklich benutzen kannst. Ja, und zwar habe ich hier einmal drei Pockets und Tags gemacht. Die sind auf der einen Seite dekoriert, auf der anderen Seite nicht, weil klar, man klebt sie so auf und hat dann eine kleine Tasche. Und zwei unterschiedliche Dreiecke, ne? Also ihr seht das. So. Die habe ich hier außen in den Umschlag getüdelt. Ich muss das natürlich immer so gut einpacken, dass die Mail auch noch zugeht. Ja, man kann das jetzt nicht einfach so schlampig da reinstecken und so wildwuselig, sondern es muss auch so sein, dass man den Klappmechanismus hier überhaupt noch bedienen kann. Es ist nämlich ziemlich dick geworden. So, jetzt habe ich derjenigen nämlich sogar noch eine zweite Happy Mail da reingepackt, weil ich ihr nämlich zwei Sachen schicken durfte. Deswegen ist hier die eine Happy Mail drin. Ja, und hier haben wir einmal ein kleines Lesezeichen. Der Schmetterling, den werde ich zum Versand einmal zusammenfalten, dass er quasi geschlossen ist und nicht geknickt werden kann. Ich hoffe, das funktioniert. So sieht er wirklich in real life aus. Ich weiß gar nicht, kommt das Glitzern rüber? Ja, schimmert und glitzert. Sehr schön. Das ist das Maß an Glitzern, was ich ertragen kann. Ich hoffe, der lieben Beschenkten geht es auch so. So, ich lege mal die Happy Mail hier beiseite. Genau, hier habe ich einfach eine kleine Ecke rangesetzt, ein Paperclip zum Thema Kaffee. Kaffee kann nicht schaden. Ich hoffe, du magst Kaffee. So, ich habe ja, ihr seht ja, ich hab das hier oben schräg abgeschnitten und die Schräge hier unten wieder drauf gesetzt. Das hier war mir zu schmal, da habe ich keine Tasche draus gemacht, aber die beiden sind Taschen geworden. Hier habe ich noch Pockets gebaut zum in ein Journal einfügen. Die haben mich so angeguckt, gerade einfach, weil ich hatte noch so ein richtig schönes Stück von diesem Papier und das ist einfach so griffig, das ist so richtig schön, ja, so ein Leinenpapier. So, dann habe ich hier einfach simpel drei Tags aus Spielkarten. So, das Rote in die Mitte, hier haben wir selbst zwei Pockets, ihr könnt es sehen. Ja. Zwei Pockets und in der oberen Pocket haben wir noch einen kleinen Umschlag. In den Umschlag habe ich keine Labels reingepackt. Ein paar vorbereitete, ein paar Blanko. Die kann man immer irgendwie in einem Journal gebrauchen, finde ich. So, auch so ein Umschlag, ne? Den kann man mit der Lasche irgendwo draufkleben. Wunderbar. Ich hoffe, dass ihr das auch so seht. So, dann habe ich hier so einen schönen, ich sag mal in Anführungszeichen, Abreißblock. Nein, eigentlich ist das hier so ein Kaskadenblock. Auch im Vintage-Stil. Ein bisschen cremefarben, so ein blaues Papier. Die kommen noch mit rein. Und ich habe auch noch hier so zwei Sachen. Die kann man wunderbar irgendwo in der Ecke setzen
und dann was hinterstecken. Genau, das ist jetzt der Inhalt hier meiner kleinen Happy Mail. Ich bin sehr gespannt, was die Beschenkte dazu sagt. Ich glaube, die Idee der Happy Mail war, dass man irgendwie so 5 Teile macht. Ich habe jetzt ja viele kleine Sachen, also deswegen nehme ich das mit den 5 Teilen jetzt nicht ganz so ernst. Und habe mir gedacht, so lieber was, was man dann wirklich benutzen kann. So, du verschwindest ja, dein kleiner Schmetterling. Lieber was, was man wirklich benutzen kann, als eine große Sache und ein paar kleine. Selbst diesen Tag hier, ne? Also den könnte man theoretisch mit der Seite aufkleben. Ja, aber der ist auf der Rückseite nicht dekoriert, dass man das Band angeklebt. Wenn man den aufklebt, dann kann man quasi so als Ausklapp-Tag-Dingens-Kirchen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, und auch hier die Lasche, die ist ein bisschen geknetet, dass sie einfach weich ist, ne? Weil ich wusste schon, dass es irgendwie größer wird, als ich das ursprünglich geplant habe. Also dicker. Deswegen habe ich das hier so ein bisschen weich geknetet, die Seite, dass man die hier wunderbar rumlegen kann, um die dann auch vernünftig zu verschließen, auch wenn man ein bisschen mehr reinpackt. Und ich weiß ja nicht, was die Geschenkte damit macht. Vielleicht bewahrt sie ja da drin irgendwas auf, was ein bisschen dicker ist. So, jetzt kommt hier wieder der Videoeffekt mit dem Schleifchen. Im dümmsten Fall. Ich denke mir immer, manchmal schmeiße ich die Sachen dann eher zur Seite und mache das dann in einer ganz ruhigen Minute, wenn mir keiner auf den Finger guckt. Ja, es ist schon spannend, wie schnell man sich daran gewöhnt, dass einfach eine Kamera läuft und man dann auch weiterredet, auch wenn man gerade am Fummeln ist hier. So. Machen wir das noch ein bisschen schick, das Schleifchen. Ja, und diese kleine süße Happy Mail macht sich Montag auf die Reise. Allerdings wird dieses Video vermutlich weit nach dem Versanddatum erscheinen, weil ich möchte natürlich auch nicht spoilern. Das macht man nicht und das ist, also das fände ich selber auch doof. Ist leider nicht wert gewarnt, ne? Aber wir machen ja auch gerade so eine schöne Aktion, dass wir uns in unserer Bastelgruppe, in unserer Spaß am Junk Journal Crew Gruppe Signaturen schicken. Und manches Mal kommt das Video zu der Signatur, die man bekommt, bevor die Signatur man selber ausgepackt hat. Kann schon mal vorkommen. Mit einer entsprechenden Warnung lässt man das Video so lange ruhen, bis die Signatur da ist. Genau. So, das ist einmal ein weiteres Beispiel für den Happy Mail. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe einfach, die Beschenkte, der gefällt es auch. Und ich gehe mal davon aus, dass hier und da nochmal so Happy Mail Videos kommen könnten. Das macht nämlich mega Spaß. Und dementsprechend ja, bin ich flott dabei und melde mich an einigen Aktionen an. Gut, liebe Leute, ich freue mich auf eure Reaktionen, Kommentare, Likes, Abonnenten natürlich auch, sowieso. Falls euch das Thema Happy Mails in Ohren rauskommt, sagt bitte Piep. Und wenn viele Pieps sagen, lasse ich es einfach sein und mache still und heimlich meine Happy Mails. So, jetzt sage ich erstmal, bis demnächst in diesem Kino.